Der größte Crash der Weltgeschichte steht bevor. Und das sogar noch in diesem Monat. Das sind nicht meine Worte, sondern die des erfolgreichsten Wirtschaftsbuchautors Robert Kiyosaki. Er sieht eine gewaltige Schieflage an den Finanzmärkten, da die Notenbanken bekanntermaßen die Märkte jahrelang mit billigem Geld künstlich aufgeblasen haben. Und nun drohe seiner Meinung nach das Kartenhaus endgültig einzustürzen. Einer der Auslöser sei vor allem die finanzielle Lage rund um den chinesischen Immobiliengiganten Evergrande. Hinzu kommt, dass das Geldvolumen immer weiter ausgeweitet wird, während die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sinkt. Diese Politik baue dann letzten Endes Schuldentürme und erzeugte Inflation, aber kein nachhaltiges Wachstum. Wir wollen uns jetzt aufgrund dieser Situation im Nachfolgen einmal im Detail anschauen, ob Kiyosaki Recht behalten könnte und wie unser Standpunkt zu diesen Entwicklungen ist. Also dranbleiben. Nun, Fakt ist, dass die Aktien- und Immobilienmärkte natürlich seit Jahren von den extrem niedrigen Zinsen durch ultrabilliges Notenbankgeld profitieren. Das hat mittlerweile jeder mitbekommen. Doch die derzeit hohen Inflationszahlen könnten dafür sorgen, dass die Notenbanken eine Zinswende einleiten müssten. Die amerikanische Notenbank hat in diesem Zusammenhang übrigens ja bereits angedeutet, erste Zinserhöhungen auf Mitte 2022 vorziehen zu wollen. Gut 4% erreichte im September die Inflationsrate in Deutschland, der höchste Stand übrigens seit Ende 1993 und damit ein deutliches Warnsignal. Nicht viel weniger ist im Übrigen in der Eurozone und dort stiegen die Verbraucherpreise im September im Vergleich zum Vorjahr um satte 3,4% und ist damit ein höherer Wert seit, der höchste Wert seit 13 Jahren. Und in den USA liegt die Teuerungsrate bei 5,3%. Hinzu kommt, dass die großen Volkswirtschaften trotz erhofften Wirtschaftsaufschwung einer schwächeln als klotzen. Sowohl in Europa als auch in China und in den USA bleibt das Wachstum bisher hinter den Erwartungen leider zurück, meldet beispielsweise für das zweite Quartal lediglich ein Wachstum von 1,6%. Vor allem Lieferengpässe und Produktionsstopps lassen die Aussichten auf eine baldige Erholung und ja, damit verbunden natürlich auch rasanten Aufschwung, aber weiterhin leider im Keim ersticken. Gleichzeitig wirken diese aktuellen Entwicklungen aber auch inflationstreibend. Ein weiterer Grund übrigens zur Sorge ist die sogenannte Margin Debit. Das beschreibt den Geldbetrag, der sich Anleger gegen Zinsen leihen, um vor allem Aktien zu kaufen. Und dieser Wert schießt seit anderthalb Jahren regelrecht durch die Decke und zwar um 50-70% im Schnitt. Banken und Broker in den USA gewährten ihren Kunden per Ende August demnach Kredite in Höhe von mehr als 910 Milliarden Dollar, was ein Plus von 8% gegenüber dem Vormonat ausmacht. Und zu guter Letzt weiß auch noch niemand so richtig, wie es um die mögliche Insolvenz des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande wirklich steht. Vor kurzem wurde ja sogar öffentlich, dass weitere Immobilienunternehmen in China vor einer drohenden Zahlungsunfähigkeit gewarnt oder ja, so sieht es zumindest aus, dass das da nicht so gut aussieht. Auch das könnte an den Kapitalmärkten zu einem Dominoeffekt führen und da all dies gerade genannten Punkte, die zurzeit in der Weltwirtschaft zu beobachten sind, könnten eben Robert Kiyosaki dann am Ende wohl zu dieser Aussage bewegt haben. Ich persönlich tue mich aber mit solchen, ja, gerade zeitlichen Vorhersagen immer etwas schwer, denn niemand hat bekanntlich die Glaskugel und kann 100% hier Prognosen einhalten. Natürlich kann man sich an Parameter aus der Vergangenheit orientieren und Rückschlüsse ziehen, doch am Ende ist jene Situation immer wieder vollkommen neu und unabhängig voneinander zu bewerten und dementsprechend auch schwer auf den Tag genau vorherzusagen. Übrigens, in diesem Zusammenhang lohnt es sich aber mal auf die Dynamik bzw. Entwicklung solcher Finanz- und Spekulationsblasen immer wieder mal zu schauen. Denn geht man einer solchen Blasenbildung mal etwas genauer auf den Grund, lautet die Standardantwort in den meisten Fällen, dass Menschen gierig
sein und eine Gier nun mal zur unveränderlichen menschlichen Natur gehöre. Das mag zwar stimmen und den meisten genügt das auch als Antwort erstmal, doch unserer Erfahrung nach liegt es vor allem daran, dass viele Marktteilnehmer aufgrund unzureichender, mangelhafter Informationen, unüberlegte, ja und viel zu viele emotionale Finanzentscheidungen treffen. Wir glauben daher, dass wir nie vollständig erklären können, warum sich entsprechend Blasen immer wieder mal bilden. In erster Linie ist es unserer Ansicht nach darauf zurückzuführen, dass wir in einer Welt leben, in der verschiedene Anleger ganz unterschiedliche Ziele verfolgen und über verschiedene Zeiträume auch letztendlich investieren. Sofern sich also ein Vermögensgegenstand stetig aufwärts entwickelt, springt vor allem eine Gruppe von Akteuren mit kurzem Anlagehorizont sehr häufig mit auf den Zug auf. Und genau dann beginnt so eine gewisse Dynamik sich zu entwickeln. Denn Blasen entstehen, sobald die kurzfristigen Gewinne so viele Spekulanten anziehen, dass die Zusammensetzung der Käufer sich grundlegend verändert, und zwar von hauptsächlich langfristig zu hauptsächlich kurzfristig denkenden Anlegern. Und diesen Prozess, oder dieser Prozess verselbstständigt sich dann tendenziell zunehmend, indem die Käufer die Kurse nach oben treiben und weitere Käufer natürlich dann anlocken. Sie als langfristiger, hoffentlich langfristiger Sparer und Anleger können von diesen Spekulationen halten, was Sie wollen. Wichtig ist nur, dass Sie verstehen, dass Sie nicht das gleiche Spiel spielen wie alle draußen. Denn die Blasenbildung wird nun mal weniger getrieben von Menschen, die irrational langfristig investieren, sondern vielmehr von Menschen, die einigermaßen rational auf kurzfristige Investments umsteigen, um einen Markttrend auszunutzen, der sich verselbstständigt hat. Und aus diesem Grunde ist es von außerordentlicher Bedeutung, sich seines eigenen Horizonts bewusst zu sein und sich nicht von den Handlungen anderer im sogenannten Herdentrieb beeinflussen zu lassen. Welche Investments ich über eine längere Dauer jedem Sparer und Anleger nur mal ans Herz lege, habe ich übrigens erst vor kurzem in einem meiner Videos hier auf unserem Kanal mal zusammengefasst. Ich habe es Ihnen hier nochmal eingeblendet, einfach draufklicken und anschauen. Bis dahin die besseren Finanzerfolge auch in turbulenten Zeiten, Ihr Klaus Oppel.